bin die Anna. Hallo. Clemens. Alles gut, nervös? Ich denke, das klassische Bild einer Hochzeitsplanerin ist tatsächlich das schöne Etui-Kleidchen. Habt ihr die Ringe dabei? Ringkästle? Aber guck mal, hier ist es viel zu eng. Ah, und hier fahrt noch Besteck rum. Und dann so ein bisschen schicki schicki und Blümchen, Blümchen. Ist aber nicht. Also es ist so viel im Kopf, was man zusammenhalten muss. Krass. Und? Mega. Mega. Alle Daumen drücke, dass es passt. Ne? Ja, also viel zu früh. Also wirklich, ja. So, los geht's. Wir müssen heute anfangen mit Richter für die Hochzeit nächste Woche schon. Wir haben Donnerstag eine große Deko und wir haben Samstag zwei Hochzeiten. Siehst du? Hochzeitsplanerin Anna-Maria Rock aus Elzach bei Freiburg und ihr Team. In den nächsten Tagen stehen zwei wichtige Hochzeiten auf dem Plan. Ah, brauchen wir noch ein handgeschriebenes Schild? Genau. Jupp. Aber das ist ja nicht so wild, heißt einfach genau. Schildschreiber, bitte bedient euch. Mhm. Kannst du das noch machen oder irgendjemand? Also einfach. Kann ich machen. Bitte bedient euch. Okay. Ja, wird es spannender oder da fehlen uns noch Servietten oder haben wir da jetzt alle Zimmer und Tischdecke? Oder? Genau. Die Tischdecken für das nächste Brautpaar in der Trendfarbe Sand. Eine von 50 Farben zur Auswahl. Okay, alles klar. So, hier ist unser Textillager. Heißt, alle Schätzchen an Tischdecken, Servietten finden hier ihren Platz. Und da gehört Ordnung natürlich mit dazu und das ist das A und O. Und wehe, irgendwas liegt nicht da, wo es hingehört. Ich sehe das sofort. Also mein Mann sagt, ich habe ein Adlerauge. Achtung, die Anna sieht alles. Und da ist er, ihr Mann, Dominik Rock, Hochzeitsfotograf und den ganzen Tag am Kistenpacken. Er importiert Tücher und Geschirr aus China, versendet und verleiht an andere Hochzeitsprofis. Gut. Bei ihm kann Anna-Maria alles genau so bestellen, wie sie will. Ja. Oh, am Donnerstag um 8 Uhr. Sie arbeiten zusammen Tag für Tag. Wann fahrt die Dame los dann? So um 4. Okay. Nice. Dann, ja. Also 4 Uhr Start, 8 Uhr. Also sie muss seit 10 Jahren ist Anna-Maria Hochzeitsplanerin. Okay, krass. Vor jeder Hochzeit bin ich sehr, sehr, sehr nervös. Sehr nervös. Also es ist nicht wie ein Event, was man einfach jeden Tag mehrfach plant, sondern es ist der Tag für unsere Kunden, für unsere Brautpaare. Und es ist schon, wie sagt mein Papa zu mir, das sagt Anna, wenn man Fehler macht auf der Baustelle, kann man sich entschuldigen beim Kunden, sagen, wir kommen wieder und besser nach, bei uns nicht. Also das ist die eine Chance und da muss alles sitzen. Gell? Gleich kommt das erste Brautpaar in den Showroom. Vorher müssen sie aber noch schnell ihre neuesten Schätze auf Instagram teilen. Schau mal, Anna, was ich Schönes für dich habe. Auch diese Nacht, diesen Morgen, hat mich der Dominik geweckt. Domi. Und er wollte mir was zeigen. Ihr seid heute die Ersten, die das sehen, nämlich unsere tolle neuen Kerzen. Ta-ta-ta-ta. Ich sag immer, hey, bei jedem Termin wird Insta gemacht. Meine Mädels, die wissen das bei jedem Dekorationskonzept. Instagram mache, Kunde filme, wenn die da an dieser Wiedewand laufen. Ich will auf Insta was sehen. Also es wird gefilmt. Hallo. Hi. Na? Wie haben wir das gemacht? Haben wir zum Abend, so. Oder? Nein. Und noch nicht, glaube ich, aber Größen. Das sagst du. Und alles gut. Brautpaar Sarah und Maximilian wollen ein großes Fest mit der ganzen Familie, schon in einer Woche. Inspiriert sind sie auch durch Anna-Marias Social-Media-Kanal. Ja, die Anna sagt ja, ich bin eine typische Insta-Braut. Ja, also durch Insta. Da macht sie ganz, ganz viel und sie ist bei uns auch in der Region ziemlich bekannt. Da sage ich, ach Mensch, den habe ich ja schon lange nicht gesehen, komm, ich sitze mal neben dem. Und also ich finde es schön. Gut. Sitzplan via Papa. Und gerade Insta-Bräute sind die, die alles wollen und alles perfekt und viele Fragen haben und noch irgendwas ändern wollen. So, ja, das ist dann. Aber es passiert auch ganz oft, dass kurz vor der Hochzeit die Bräute wirklich natürlich verständlicherweise nervös sind, mich anrufen, alles aufwickle und nochmal frage, sage ich, du, wir haben das besprochen, das ist in unserem Drehbuch, lass dich fallen, vertrau mir, wir machen das, es läuft.
Ja. Tatsächlich ist die Anna, glaube ich, auch die Einzige, der ich blind vertraue. Also die Hochzeit ist ja was ganz, ganz Besonderes. Und dass ich das Vertrauen so in sie habe, beziehungsweise unser Tag abgebe zu 100, also fast 100%, da gehört schon ganz, ganz viel dazu. Durch das Leihen bekommt es so ein bisschen... Für 88 Gäste wird Anna-Maria das alles hier in die Hochzeitslocation schaffen lassen. Gefeiert wird in einer umgebauten Scheune im Schwarzwald. Aus, also und auch sogar besonders. Es sieht dann sehr, sehr schick aus, aber dennoch von der Blume und so in einem... Ich sage jetzt mal, lockere, tolle Stil. Also, dass es nicht so abgehoben ist. Und das war uns ja damals ganz wichtig beim Deko-Konzept. Genau. Alles Weitere dann per Chat. Denn schon hat das nächste Brautpaar Gesprächsbedarf. Anna, hi. Ja, guten Morgen. Wie ist die Lage? Ja. Das Bauchkribbeln, das geht jetzt ganz schnell rum, dann ist es soweit. Ja, ja, die Realität trifft langsam ein. Ja, ja, es ist so die letzte Woche jetzt. Jetzt merkt man, es ist Realität, ja. Yeah. Ja. Dann merken wir alle Kleinigkeiten, die noch fehlen. Danke, dass du alle unsere Mails durchliest. Ja, klar. Je näher das Fest, desto aufgeregter die Paare. Claudia und Nikolas wohnen in Basel, beide voll berufstätig. Auch, Anna. Ja. Dir auch, ja. Dir auch. Ciao. Mach's gut. Ciao, Anna. Ciao, ciao. Viele Leute, die kommen, die wissen gar nicht, dass wir da eine Hochzeitsplanung haben. Ja. Aber sie werden es merken. Sie werden es merken, das definitiv, ja. 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 Aber das müssen sie ohne die Planerin schaffen. Den Hochzeitstanz. Die Musik ist einfach angenehm zu hören und ist schön. Ja, ist schön. Aber jetzt ist es müssen extrem jetzt, langsam. Müssen wir jetzt üben, ne? Ich glaube, es ist einfach das Genießen, auch irgendwie die Momente so aufsaugen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man am Schluss nicht irgendwie da ist und puff, der Abend ist vorbei und alles ist so an einem vorbei, sondern dass man auch seine Momente nimmt, wo ich irgendwie, weißt du, so kurz hinsitzen, einfach mal irgendwie die Leute anschauen und genießen und sagen, hey, doch, das ist jetzt unser Tag, ja. Und aber auch, dass die anderen Spaß haben und nicht nur selber irgendwie so auf sich fokussiert sein. Das ist schon auch wichtig, denke ich. Ja, ja, das stimmt. Ist eine schwierige Frage, weil irgendwie ich weiß, dass mit Anna alles perfekt laufen wird. Ich habe mir nicht vorgestellt, was wenn. Weil ich bin mir sicher, es wird gut klappen und wenn irgendwas ist, dann wird sie dabei sein und wird alle Probleme lösen und wir werden nichts mitbekommen. Und ich glaube, das ist die Idee. Man möchte jemanden, der sich um alles kümmert und der für dich da ist. Und sie ist 100% da, dann ist es perfekt. Ja. Für alle zu 100% da sein, das ist die Kunst. Vor allem in der Hauptsaison mit 5 Hochzeiten in der Woche. Ich habe ja mehrere Hochzeiten, bin Ansprechpartner für mein Team, heißt, die rufen mich an, wenn was ist. Also ich bin quasi die Zentrale und bin so ein Runner und bin überall und schaue, dass es läuft, dass es stimmt. Auf dem Weg zum nächsten Lager, direkt neben ihrem Showroom in der Innenstadt von Elzach. Das Business wächst und wächst und das Lager ist derzeit die größte Baustelle. Viel zu klein. Hier lagern Stühle und das Geschirr. Ein weiterer Lagerraum. Speiseteller Classy Style mit filigranem Goldrand. Das zeigen wir mal kurz. Die sind nämlich wunderschön. Ich liebe sie. Keine Tabs da drauf machen natürlich, ohne Handschuhe. Das sind diese hier. Wow. Ja? Die werden eingedeckt mit einem kleinen on top Goldbesteck. Dann kann man sich schon vorstellen, wie das dann an der Hochzeit aussehen wird. Und man kann sich schon vorstellen, dass das alles eine Kleinigkeit kostet. Ja, das kommt jetzt drauf an. Also es werden schon für Dekorationen zum Teil 10.000 Euro, 15.000 Euro ausgegeben, was wir ausstatten. In der Gesamtplanung gehen die Budgets so von 25.000 bis 90.000 Euro in der Range, was wir jetzt begleiten und natürlich auch dann vom Kunden gewünscht ist. Ja. Die Wünsche werden immer größer, der Platz immer kleiner. Deshalb suchen die Rocks nach einem neuen Lagerraum. Was Größeres, eine richtige Halle. Nichts zu finden. Ich glaube, die wollen das auch nicht sehen.
den Lastwagen schnell beladen und dann fährt er in Richtung Hochzeitslocation nach Hinterzarten. Morgen heiraten Sarah und Maximilian. Anna-Maria wird schon wieder am Telefon verlangt. Die Floristin. Hi, servus. Hallo. Du, eine Frage. Ja. Ich würde jetzt die Autospiegelsträußle machen, aber ich müsste noch kurz wissen, was für eine Farbe das Auto hat. Okay. Das ist dieser Unimog. Ja. Das ist eine verrückte Farbe, heißt, es ist relativ krass grün. Also da müsste ich tatsächlich was machen. Also was ganz dezent ist vom Ton her, bitte. Ja, die habe ich noch nicht. Die Farben des Deko-Konzeptes sind auch ganz dezent. Blush und Rosé. Also wir haben eigentlich noch mit Anna Kontakt. Und sie schickt uns dann manchmal auch ein Foto von der Braut, dass wir auch einfach sehen, mit wem wir es zu tun haben. Ist auch für den Brautstrauß wichtig, dass wir wissen, wer dahinter steckt, wer den nachher in der Hand tragen darf. Jede Rose soll schön groß und weit geöffnet sein. Pampasgras und Trockenblumen sind gerade voll im Trend. Anhand vom Brautstrauß spiegelt sich dann die gesamte Deko von der Hochzeit wieder. Also wir fangen quasi meistens mit dem Brautstrauß an, den zu binden, und anhand dem oder nach dem kommt dann die weitere Dekoration, dass quasi alles abgestimmt ist auf den Brautstrauß. Auch der Bräutigam bekommt seinen Strauß in Mini fürs Revers. Und dann müssen noch unzählige Fläschchen und Gläser befüllt und geschmückt werden. Hortensien in Weiß kommen übrigens nie so recht aus der Mode. Anna-Maria macht sich persönlich auf den Weg, um die Blumen zu liefern. Hier wollen Sarah und Maximilian am nächsten Abend feiern. Auf den ersten Blick das Gegenteil von Klemmer. Eine umgebaute Scheune mitten im Schwarzwald. So schöne Blumen. Oh. Genau, jawohl. Und die müssen noch rein. Also quasi die brauche ich drinnen. Jawohl. Und die nehme ich auch mit in mein Auto für die Kirche. Dann, machen wir das noch. Jetzt auch schon. Inzwischen ist auch der Truck mit den Stühlen und Kisten angekommen. Zwei Stunden Zeit, um in der Holzscheune alles aufzubauen. Die haben ordentlich Gewicht. Einmal Workout, bitte. Anna-Maria ist geprüfte Hotelmeisterin. Falten sind streng verboten. Also wirklich mit Dampf darüber, dass man die Falte rauskriegt, weil sonst dauert es ewig. Dann decken wir die Teller ein, mit dem Rand oben, also alle gleich, dass wirklich der braune Rand oben ist. Also quasi so nimmt, ausschüttelt. Und dann kann man so entlang fahren. Guck mal, dann wickle ich das so ein. Dann legen wir das vielleicht so drauf. So fände ich es eigentlich ganz schön, wenn es so liegt. Guck, und dann mache ich dir jetzt so ein Sample, dann kannst du dem hinterher gehen. Also auch hier ist der Abstand wichtig, weil ich das alles wirklich gleich aussieht, so eine Beton. Wir müssen jetzt Gas geben, weil die Mitarbeiter auch wieder, also ein Fahrer muss noch den nächsten Job ausliefern. Morgen haben wir wirklich mehrere Hochzeiten parallel, heißt die Leute morgen sind auch wieder streng verteilt. Und deswegen haben wir jetzt heute hier den Aufbau und da müssen wir es jetzt rennen lassen, damit wir dann fertig werden. Aber ausgerechnet jetzt kommt das Brautpaar nochmal vorbei. Anna-Maria, ganz Profi, schaltet sofort in den Hey Brautpaar, alles entspannt Modus. Das ist vielleicht irgendwie dann dahinter oder vielleicht hier vorne wegen Kinderwagen, weil die müssen erfahrungsgemäß auch raus. In letzter Minute noch eine Änderung am Sitzplan? Gar kein Problem. Nur die Braut nicht noch nervöser machen. Also die Zeit, doch, mal ist schon aufgeregt. Aber das gehört auch dazu. Ich denke, das ist ja auch ganz, ganz, ganz besonders. Nee, genieß es noch ein wenig. Atme tief durch, chille noch ein wenig. Luftglitt-russisch perfekt und mir scharfe Wängen. Ja. Und wenn euch noch was einfällt, dann ich bin ja da. Gell?
Bis auf die Blumen ist für heute alles geschafft. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Ehemann Dominik hat eine Lagerhalle gefunden. Allerhöchste Zeit, denn genau heute soll ein Container aus China kommen. Aber der hängt jetzt noch beim Zoll. Okay. Ja. War das denn beim letzten Import die gleiche Zolltarifnummer? Vielleicht versuchen wir es mit der einmal. Genau, dann würde ich den Zöllner mal fragen. Seit Stunden ist er schon auf der Suche nach der richtigen Nummer für den Zoll. Jetzt gleich will eine Kundin aus dem Saarland kommen, ihre bestellten Platzteller persönlich abholen. Danke. Bis später. Also wir haben jetzt tatsächlich das Problem, dass der Zoll in Freiburg die Ware nicht freigibt. Aktuell hängt es an 10.000 Kunststofftellern, die wir bestellt haben. Und die Zolltarifnummer, die wir von der Fabrik in China bekommen haben, matcht nicht mit dem überein, was der Zoll gerne hätte. Während Sie auf den Container warten, basteln die Helferinnen für die Hochzeit des Brautpaares aus Basel. Einen Traubogen soll es geben. Dann endlich, 6 Monate nachdem er die Ware bestellt hat, kommt der Container aus China in die Halle gefahren. Randvoll mit Stühlen und Tellern und allem. Und die Hochzeitsdekorateurin aus dem Saarland ist auch schon da und sucht ihre Platzteller. Ich bin auch Perfektionistin und ich will einfach, dass es gut aussieht. Und dann fahre ich auch mal für Platzteller 3 Stunden nach Freiburg. So ist es halt, ne? Das sind Sie. Genau, endlich. Jetzt suchen wir nur noch 200 Stück hier drauf. Ja. 3 Stunden später ist der Container ausgeräumt. Nur irgendwas ist ja immer. Die Kundin ist nicht glücklich. Die Platzteller sind zu empfindlich, verkratzen zu leicht. Und es entstehen immer weitere Kratzer. Also du kannst es nicht richtig auch mal sauber machen. Ja, können wir gucken mal, was wir noch haben. Ja. Kundenservice heißt eben, der Kunde bekommt den vollen Service. In dem Fall andere Teller, die mit den Riffeln. Weniger empfindlich. Und auf die neuen Schätze in der neuen Halle will natürlich auch Anna-Maria einen Blick werfen. Guck mal da. Schöne weiße Louis Chairs. Schau mal, das ist unser neuer Stapler. Ich habe nämlich noch schnell einen Stapler gekauft. Ach, aber trotzdem sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ja. Dringend Ordnung her, da unten. Die Hochzeitsplanerin hat aber ganz andere Sorgen. Der nächste Morgen. So, jetzt. Hochzeitstag von Sarah und Maximilian. Gewitter ist angesagt. Dabei soll der Empfang nach der Kirche doch unbedingt draußen stattfinden. Ich schreibe dir ja direkt in unserem Privatchat dann, gell? Sarah, Klammern, Mama aus. Bis gleich. Ciao. Die Braut Sarah soll von dem Stress bloß nichts mitbekommen. Ein Bräutigam ruft an, weil eben das Wetter jetzt ja gerade so schwankt mit Gewitterwarnung. Das ist natürlich jetzt Worst Case, aber das ist immer das Spannende. Das Wetter ist unberechenbar und das bringt immer Stress, wenn es nicht stabil ist. Heißt, Sektempfang findet ja draußen statt und da brauchen wir jetzt gerade noch den Schlüssel für den Backup-Saal. Jetzt muss sie richtig entscheiden. Draußen oder doch drin? Zumindest lässt sie erstmal das Brautauto schmücken. Einen grünen Unimog. Auch wenn sich das Wetter so gar nicht nach einem sommerlichen Empfang im Freien anfühlt. Alle Daumen drücke, dass es passt. Ne? Laura, das müssen wir schön verteilen. Was machen wir jetzt? Das muss überall hin. Nö, ja, hier überall. Wir sind ja 100 Leute. Die quetsche sich nicht in ein Eckle nie. Du gehst jetzt zum Max, oder? Sie hat die Entscheidung gefällt. Es wird im Freien aufgebaut. Auch wenn die Gewitterwarnung noch immer gilt. Es ist so ein bisschen Perfektionismus, der halt bei mir mit reinspielt, jetzt für mich als Planerin. Ich selbst sage aber mir immer und auch den Brautpaaren und den Gästen, dass man es so nimmt, wie es kommt und einfach das Beste draus macht, weil es kommt ja noch sehr viel Schönes heute. Und falls jetzt 2 Stunden Sektempfang halt drin sein muss, weil das Wetter kurzfristig umschwingt. Wie singt man im Kindergarten immer? Komm, liebe Sonne, scheine. Ja, das scheint geholfen zu haben. Das Wetter bleibt stabil.
So, schick. Perfekt, jetzt gehe ich zum Friseur. War ich noch nicht zum Friseur? Nee. Mensch, also gut. Man könnte meinen, Bräutigam Maximilian ist ein bisschen nervös. Atme nochmal tief durch, wirklich, das hört sich jetzt, aber mach mal. Das ist einfach, und wichtig ist auch Clemens für dich, weil du führst ja deine Tochter. Lauf ganz langsam. Man neigt dazu, wenn man so nervös ist, dass sie ganz schnell läuft, das wird sie auch machen. Und du bremst sie ein bisschen. Also ganz langsam. Hier drin kann Anna-Maria nicht dabei sein, denn sie hat noch einiges auf dem Zettel. So Mädels, einer von euch kann mal einen Schriftzug suchen. Das müsste eine kleine Karton gewesen sein, vielleicht weißt du das beim Laden. All you need is love oder irgendwie sowas oder drunk in love. Heißt hier, passt jetzt vom Durchlaufen gut, weißt, also hier geht's. Aber guck mal, hier ist viel zu eng. So, und hier fahrt noch Besteck rum. Übrigens, ich gucke immer noch mal drüber und ich erwische immer noch mal irgendein Messer, was krumm liegt. Ich sehe immer noch mal eine Menükarte, die irgendwie krumm steht. Oder ein Eukalyptusblatt, was vielleicht so ein bisschen kräuselig ist am Rand. Und da gehe ich dann hin und mache das noch raus. Und ich bin auch die Erste, die im Saal noch mal ist, das Check-up macht, das Finish, Kerzen anzündet und dann das Brautpaar reinholt, den Raum zeigt. Perfekt, das Timing. Wir sind vor 10 Minuten los, Dominik ist auch unterwegs, dann können wir jetzt Kerze anmachen. Nach dem großen Moment für Sarah und Maximilian kommt jetzt der große Moment für Anna-Maria. Wird dem Brautpaar ihre Arbeit gefallen? Mega. Mega. Ja, wenn man die Momente kennt, anhalten und Zeit stillstehen, also das wäre jetzt. Okay, sie muss da hoch. Tipptopp. Die beiden können den Abend ganz entspannt feiern. Und das Team hat wieder jede Menge Arbeit. Alles muss schon wieder für die nächsten Hochzeiten vorbereitet werden. Und die von Claudia und Nikolas aus Basel wird in einem Gewächshaus stattfinden. Man sieht ja hier, also es ist eine nackte Location und jetzt simsalabim so ungefähr, zaubern wir hier und dann sieht es wieder schön aus. Sieht nur nach Zauber aus, ist aber harte Arbeit. Wie das Schmücken des Traubogens. Das sieht ja immer so leicht aus, wie dann der Traubogen da steht und das Gesteck dran. Aber das ist dann schon hier. Also ihr seht ja, zu dritt sind wir jetzt hier beschäftigt und ach ja, meine Ärmel. Genau, ich sage immer, das ist so ein Workout, bezahltes Workout. Also man merkt auch wirklich nach so einem Wochenende, es zieht überall ein bisschen, man merkt, man hat was getan, aber das ist ja auch gut. Das Paar hat sich eine freie Trauung im Freien gewünscht. Freie Trauung ist also, dass man heiraten darf, ohne jetzt den Glauben zum Beispiel an Gott oder an die Kirche oder standesamtlich. Also es hat keine standesamtliche Wirkung, keine kirchliche Wirkung. Es ist eine freie Trauung und die kann man sich so gestalten, wie man mag. In einer Stunde ist es soweit. Ein Freund von Bräutigam Nikolas wird die beiden trauen. Nur, er hat sowas noch nie gemacht. Geplant ist, dass die Zeremonie 40 Minuten dauert. Wird ihr den Brautstrauß geben, sie richten und dann würde ich gerne da vorne hinlaufen und ihr zunicken.
Okay. Ja. Und sobald ich so mache, legst du los und dann schicke ich sie langsam los. Ich bin dann noch mal bis da vorne kurz bei ihr und husch dann schnell aus dem Bild für die Fotos, damit ich nicht störe. Die Zeit wird nämlich gebraucht im Gewächshaus. Kein Fehler bei der Sitzordnung. Bloß nicht dem Vegetarier das Steak servieren. Und die anderen hast du. Hier, Stefan. Und irgendwo fehlt doch sicher noch das ein oder andere Olivenzweiglein. Diesen Moment liebt Anna-Maria, wenn die Zeremonie beginnt. We'll do it all, everything, on our own. We don't need anything. Meine Visitenkarte hier. So wie es aussieht, soll ja dann heißen, Mensch, war das eine schöne Dekoration heute. Außergewöhnlich und schick. Glückwunsch! Aber schon fertig? Nach 15 Minuten? Der Sektempfang ist noch gar nicht aufgebaut. Ja, also viel zu früh. Also wirklich, ja. Vom Plan abgewichen, kann man das nennen. Also wirklich, ich war jetzt auch gerade sehr überrascht. Schnell ändert sie den Plan. Die Gäste gratulieren direkt hier oben im Gang, statt wie geplant beim Empfang. Aber Hauptsache Claudia und Nicolas merken nicht, was los war. Es brodelt, also es brodelt mir drin, denke ich, was, wieso, jetzt schon fertig? Und auf der einen Seite habe ich einen Service, der natürlich zu Recht sagt, wir sind noch gar nicht fertig, steht doch alles auf 20 vor 5 geplant, selbstverständlich. Aber das ist das Pokerface. Also man muss cool sein, ich muss dem Brautpaar gegenüber cool sein, auch dem Serviceteam. Also ich stehe ja da an der Front und dann kann ich nicht sagen, oh Gott, was ist jetzt los, was machen wir jetzt? Sondern ich muss dann kurz einen Plan aus dem Köpfle schnitzen, da hinten brodelt es dann. Immer einen Plan B haben, das Brautpaar glücklich machen. Ein Jahr Arbeit für diesen Moment. Wir freuen uns riesig, es ist wunderschön. Mehr hätten wir nicht erwarten können. Und du? Mega happy. Alles super geklappt, Wetter spielt mit. Deko ist der Wahnsinn. Also. Anna, komm her, Anna. Nee, danke. Ja. Es ist wirklich, wirklich wunderschön und es war sehr schön, mit dir zu arbeiten. Ziel erreicht, darauf haben wir hingearbeitet. Weil es gibt ja schon immer, also es ist ja schon so auch eben eine Planung, ist ja wie eine Beziehung irgendwo dann. Und dann eben am Anfang Location, wo und wie und was. Und dann eben, ja, jetzt ist der große Tag da. Beide sind glücklich und... Jetzt fehlen nur noch die Fotos. Fürs Familienalbum. Bei Sonnenuntergang. Tolles Fest, rauschende Party, steigt gleich. Viel Arbeit, langes Hinfiebern, der Tag ist durch, aber es ist einfach. Ja, schönes Gefühl und ja, man macht's für die Menschen, die da sind. Anna-Maria Rock macht sich jetzt auf den Heimweg. Denn feiern, das können die Menschen auch ohne sie.